Im Mai 2014 sind wir mal wieder nach St. Peter gefahren, und zwar für 3 Tage in ein neues Hotel. Das Hotel heißt Zweite Heimat und war so ein Eröffnungs-Sonderangebot. War eine super Sache. So, hier sind wir in der Arche Noah. Dieses Lokal hieß eigentlich immer Arche Noah, zwischenzeitlich allerdings dann auch mal Sansibar, wie auf Sylt. Die Preise von Sansibar auf Sylt haben sie gelassen, aber das gilt für die Lokalitäten in St. Peter allgemein. Die haben sich aufgesyltet, sag ich mal. Das ist nicht die Wanderung durch die Sahara, sondern oh, das ist St. Peter und dann hier am Strand von Böhl. So, Bärbel, nun lauf mal durch die Sahara. Ihren Rucksack hat sie natürlich auch dabei, weil da ist ja, wie wir wissen, ihr Rückflugticket immer drin.
Ja, hier die Westerhever Kirche. Die Glocke hängt hier unten, weil sonst stürzt wohl der Turm leicht ein, denke ich mal.